Im heutigen Roblox Adopt Me Video schauen wir uns das neue verspätete Easter Event von Adopt Me an. Außerdem verlose ich 3 der limitierten Lemma an 3 von euch. Wie ihr mitmachen könnt, erfahrt ihr natürlich wie immer im Video und ab 30.000 Abos werde ich die 3 Lemma an euch verlosen. Vergesst natürlich nicht, den dicken, fetten Like da zu lassen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um zukünftig keine Videos und Verlosungen mehr von mir zu verpassen. Und jetzt hätte ich gesagt, geht's los mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Roblox Adopt Me. Leute, gerade eben kam das neue Update online. Das verspätete Osterevent und wie ihr seht, haben wir auch ein kleines süßes Lamm. Ich habe noch nicht reingeguckt, wir gucken uns jetzt alles gemeinsam an und ihr könnt natürlich dieses kleine süße Lamm gewinnen. Wie, das erfahrt ihr in diesem Video, aber zuallererst drücken wir auf Play und auf Parent. Und dann sind wir gespawnt und sehen hier schon auf der linken Seite, ich habe jetzt kurzfristig überlegen müssen, auf der linken Seite, Leute, da wo der Daumen rechts ist, Easter, oh mein Gott, Leute, stellt euch mal vor, es ist so krass, ich habe, glaube ich, noch nie einen Monat später Ostern gefeiert. Heute dabei ist unsere kleine Pocahontas zumindest, bis wir das kleine Lamm geholt haben. Wir klicken natürlich drauf und gucken, wie es beim Easter-Stand aussieht. Egg Hunt starts now. There are eggs hidden all over the island. Happy hunting. Okay, wir können Eier sammeln. Da hinten ist schon eins. Oh mein Gott. Pocahontas, komm mal her, bitte. Wir sammeln ein Ei. Okay. 29. Ich muss noch 29 für heute finden. Und dann passiert was genau? Leute, lasst uns mal ganz kurz zum Schauen. Da hinten ist noch ein Ei. Wir müssen 30 pro Tag finden, dass wir, ich nehme mal an, die maximale Anzahl an Eiern bekommen und ich schätze mal, dass wir die dann eintauschen können. Oha, Lamb leaves in 14 days. Das heißt, wir haben 2 Wochen Zeit für das Event. Und das Schaf, das wir hier sehen, es ist so putzig, Leute, ist tatsächlich ein limitiertes Pet, was ich persönlich immer richtig, richtig toll finde, denn die limitierten Pets behalten halt meistens ihren Wert und steigern den dann. Und ja, Pets wie zum Beispiel meine Pocahontas, die für immer im Spiel ist, der Wert wird sich halt niemals steigern, denn man kann sie ja jederzeit kaufen. Das Lamm kostet 250 Robux, Leute. Oh mein Gott, wir kaufen natürlich gleich eins für uns und eins für euch. Wobei, Leute, ganz ehrlich, wenn ich mir jetzt so recht überlege, das Lamm kostet nur 250 Robux. Lasst uns ein Giveaway machen mit 3 Lämmern. Nice. Ihr hattet mir so viel in die Kommentare geschrieben, dass ihr keine Robux habt. Deswegen werde ich 3 Lämmer verlosen. Wie ihr gewinnen könnt, sag ich euch jetzt. Als allererstes müsst ihr ein Zuschauer sein. Das heißt, ihr müsst den Kanal abonniert haben und gebt dem Video einen Like. Ihr schreibt in die Kommentare euren Roblox-Namen und geht auf Roblox und folgt mir da. Das funktioniert ganz einfach. Ihr klickt einfach auf mein Profil. Der Link ist in der Videobeschreibung. Klickt auf die 3 Punkte und sagt folgen. Dann folgt ihr mir auf Roblox und könnt somit auch jederzeit nachjoinen, wenn ich meine Joins anhabe. So funktioniert's, Leute. Dann könnt ihr mitmachen. Ich wünsche euch mega krass viel Glück und auslosen werde ich, wenn dieser Kanal hier 30.000 Abos hat. Dafür gebe ich 3 her, also 3 Lämmer für 30.000 Abos. Ich weiß, wir sind noch ein bisschen weit entfernt, aber ich hätte gesagt, bei 3 Lämmern sind 30.000 Abos möglich, oder? Ich wünsche euch allen mega krass viel Glück und ich hätte gesagt, jetzt benennen wir als allererstes mal unsere kleine Gemma. Ich nenne die kleine Maus Gemma. Lilo hatte vorgeschlagen Emma und ich dachte mir so, oh, she's such a little gem. Und dann dachte ich mir so, oh mein Gott, Gemma ist eigentlich mega, mega cool, Leute. Deswegen heißt die kleine Maus jetzt Gemma. Wir gucken mal ganz kurz, haben wir noch eine Potion? Wir haben nichts. Okay, dann kaufen wir eine Ride Potion. Wo ist eine Ride Potion? Hier. Wir kaufen eine Ride Potion. Ihr wisst Bescheid, ich mag immer sehr, sehr gerne Ride Pets aus den Pets machen und nicht Fly Ride. Ich weiß nicht warum. Bin ein bisschen komisch. Oh mein Gott, sie ist so putzig. Guckt sie euch an, wie süß sie ist. Ich flipp komplett aus, Leute. Und dann reiten wir sie das erste Mal. Oh mein Gott, sie ist so niedlich. Ich bin so unfassbar gespannt, wie sie in Neon aussehen wird.
Und ich bin natürlich auch mega krass gespannt, wer von euch die das Lamm gewinnen wird. Und wie gesagt, drei Leute werden sie gewinnen und sie ist einfach nur mega putzig. Wisst ihr, was ich auch gerne sehen möchte jetzt? Ich möchte eigentlich auch gerne sehen, wie sie fliegen kann. Dazu kaufen wir einfach noch ein weiteres Lamm. Wir kaufen jetzt einfach noch ein weiteres Lamm und dann kaufen wir eine Fly Potion. Hallo? Hallo? Denn warum nicht, Leute? Dann kann ich mich entscheiden, ob ich mein Neon-Lamm Flyride mache oder eben nicht. Aber ich hätte jetzt gerne gesehen, wie es aussieht. Ob das kleine Lamm eben Flügel bekommt. Denn die ganzen Ocean Pets, die haben ja keine Flügel, was mir persönlich richtig, richtig gut gefällt. Aber wir gucken mal. Ja, sie hat Flügel bekommen. Oh mein Gott, aber sie ist ja mal mega putzig in Fly. Und so können wir besser unsere Eier sammeln. Denn guck mal, hier ist ein Ei. Und hier hinten ist ein Ei. Oh mein Gott. Okay, die Eier sind zumindest extrem gut zu sehen. Wir müssen jetzt definitiv ein paar Eier sammeln. Denn wir müssen gucken, was die ganzen Sachen kosten. Und wir wollen ja das ein oder andere gleich noch kaufen. Da läuft die Lilo. Hi, Lilo. Und so, wie viele Eier haben wir jetzt? Wir haben jetzt 70 Eier. Es ist so, dass wir, wenn wir ein Ei aufheben, 10 Punkte bekommen. Ich glaube schon, Leute, oder? Ich glaube, dass wir jetzt gerade 10 Punkte bekommen haben. Okay, wir fliegen mal ganz kurz zurück zum Eisstand und gucken, was die Sachen so kosten. Schwupp, wir hören auf zu reiten und... Oh mein Gott, Leute. Ich brauche alles. Seht ihr das? Das sind die ganzen Sachen. Hier, bei Chickpack 250 Eier... Die Sunglasses kosten 400, der Chick Hat kostet 250, Bunny Ear Tiara 600, dann die Barrette 100. Wer hat denn das an? Hier, das ist, seht ihr diese kleine Schleife? Die ist mega, mega süß. Achso, und hier ist es nochmal dasselbe. Oh mein Gott, Leute, das ist mega süß und ich brauche alle mehrmals, glaube ich. Ich brauche... glaube ich, mega, mega viele. Oh no, Leute. Das wird richtig lange dauern, bis wir tatsächlich alle zusammen haben. Oh mein Gott, Leute, ich wollte gerade Gemma wieder rausholen und können wir ganz kurz drüber sprechen, wie unfassbar niedlich das kleine Lamm aussieht hier im Inventar. Oha, Leute, es ist einfach nur zuckersüß, oder? And my heart's beating fast when it's looking like that. Oh, his smile is killing me. It's the way that it moves and the way that it laughs, so I can't get enough. Think about him all the time. I can't get him off my mind. Oh, I want him to be mine, to be mine. My heart is saying yeah, 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 yeah. You know I want him na na na. Okay, Leute, es ist wohl so, dass die respawnen alle 30 Minuten, 20 Minuten, vermutlich alle 20 Minuten, Leute, respawnen die Eier und man kann neue Eier finden, denn ich war jetzt irgendwie bei, ich weiß gar nicht mehr, bei 12 Eiern oder so und plötzlich hieß es, dass ich 30 weitere Eier an diesem Tag fangen kann oder finden kann. Von daher ist es, glaube ich, nicht korrekt, dass man nur 30 pro Tag finden kann, sondern ich glaube, alle 20 Minuten kann man 30 Eier finden, was irgendwie ganz cool ist, denn so kann man halt relativ schnell die Sachen zusammenfarmen, denn ihr seht, ich habe jetzt innerhalb kürzester Zeit mega, mega viele Eier gefunden und kann jetzt, oh mein Gott, Leute, wir können unser erstes Teil kaufen, das ist mega cool. Wartet, 250 haben wir. Wir können das, den Chick Hat kaufen, das kostet 600, oder den Rucksack. Ich hätte gesagt, wir kaufen das Chick Hat. Das Chick Hat für Gemma, also für, warte, wo ist denn die Gemma? Hier ist die Gemma. Warte, Gemma. Dress up. Und dann setzen wir dir den Chick Hat auf. Oh mein Gott, das ist so süß. Guckt mal, wie sie schläft. Das ist nicht euer Ernst. Sie dreht sich selber hin und pennt. Oh mein Gott, sie ist das süßeste ever, oder? Dann schauen wir uns natürlich noch alle Sachen an, die neu dazugekommen sind für die Häuser. Wir haben einmal diesen Kühlschrank, den man natürlich umfärben kann. Jetzt, Moment. Man kann ihn quasi in jede andere Farbe umfärben. Der ist mega putzig, Leute. Kostet 40. Dann haben wir eine Schale
für Wasser und eine Schale für Futter. Die ist auch mega süß. Dann ein Bett, darin kann ich meine kleine Gemma legen. Oh mein Gott, Leute, das ist mega, mega süß. Jetzt Moment, Stuff. Und was haben wir noch? Eine Dusche. Ich mag nicht so gern duschen, ich persönlich. Dann haben wir noch ein Bett für uns Erwachsene. Und guck mal, das hat Bunny-Ohren. Oh mein Gott. Und das Letzte, was wir haben, ist ein Plush-Bunny-Pet-Bed. Oh mein Gott, das ist zuckersüß, Leute. Guckt mal. Jetzt wartet mal, man kann alle möglichen Farben auch nochmal nehmen. Oh mein Gott, es ist so unfassbar süß, Leute. Wartet mal, stop editing. Und dann können wir natürlich die Gemma auch in das kleine Bett hier legen. Oha, Leute, das ist mega süß, oder? Für alle Rollies, die dieses kleine süße Lamm unbedingt haben wollen, ich werde heute ab ca. 19 Uhr auf einen öffentlichen Server gehen, meine Joints anmachen und mit euch gemeinsam dieses süße Lamm traden. Ich versuche, so viele Lämmer wie möglich unter den Mann oder die Frau zu bringen, dass ihr so viele Lämmer wie möglich bekommen könnt. Also seid unbedingt dabei, folgt mir auf Roblox und vergesst nicht, am Gewinnspiel teilzunehmen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Lasst sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!